Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, um die Tiefen und die Untiefen des fränkischen Humors wird es heute gehen. In einem Gespräch, nein, nicht unter vier, sondern diesmal unter sechs Augen. Mit der fränkischen Version von Manche mögen's heiß. Ich freue mich sehr auf eine halbe Stunde mit Volker Heißmann und Martin Rassau. Hallihallo. Schön, dass ihr da seid. Ja. Ihr beide seid seit langem ein Team und eigentlich war das ja, glaube ich, Liebe auf den ersten Blick bei euch, oder? Naja, nö, überhaupt nicht. Wir konnten uns nicht leiden. Ihr kennt euch seit der Schulzeit. Genau, wir waren in der gleichen Schule und... Ich bin älter, ich habe die Schule vor ihm verlassen. Er ist 2 Jahre älter, war aber 4 Klassen vor mir, weil ich habe einmal... ja, also ich habe halt ab und zu mal die Schule da noch ein wenig angeschaut mir. Dann habe ich ein paar Runden extra gedreht und er hat seine eigene Truppe gehabt. Ich hatte meine eigene Truppe gehabt, so Amateurtheater, ne, und so halt so eine Show haben wir früher gemacht, Marcel und Volker Show und Komödienensemble hat seins geheißen. Und wir konnten uns nicht leiden. Wir haben uns nachts gegenseitig die Plakate von den Wänden gerissen. Einspruch, ja? Ich habe es nie getan. Ich sagte, aber ich habe Beweisfotos. Ich habe deine Plakate nirgends entdeckt in der Stadt. Ja, weil seine Trupps die runtergerissen haben. Und somit konnten wir uns echt nicht leiden. Wir waren gegenseitig bei den Shows natürlich. Er war bei mir in der ersten Reihe gesessen, ich bei ihm. Haben nie gelacht, haben bloß immer so gemacht. Und dann haben wir noch keinen Eintritt verlangt damals. Da hat er mir dann am Schluss in den Zylinder haben wir gesammelt. Hat er einen Scheck reingeworfen, dass jeder sieht, Euro-Scheck. Und ich dachte, oh, der Herr Rassau, Euro-Scheck, da war er vielleicht so 18, 2,99 Mark war das. Habe ich heute noch Beweis, kommt mal ins Museum. Ich hatte damals schon Schecks, eher noch nicht. Mehr. Also wie es dann dazu kam, dass ihr doch noch zueinander gefunden habt, das werden wir im Laufe dieser halben Stunde noch erfahren. Tatsache ist, ihr seid seit 1990 jetzt gemeinsam auf der Bühne und ihr verbringt sehr viel Zeit miteinander. Ich würde ja ganz gerne mal wissen, wie gut ihr euch wirklich kennt. Und wer sind Sie? Ich würde gerne den Martin fragen, was glaubst du, was mag der Volker an dir ganz besonders? Dass er mit mir nicht streiten kann. Das habe ich ihm auch schon abgewöhnt. Früher war er gerne wegen Streit lustig, aber nachdem ich nicht streit, also man diskutiert es aus und ist der Käse gegessen, aber da lang rumstreiten oder so, zwecks des Streitens willen, das geht nicht. Aha. Was verabscheut er an dir? Verabscheut. Wahrscheinlich, dass ich nicht streit oder ab und zu zickig bin. Das oder schon. Ja, das gibt es. Es wiederholt sich öfter. Aha. Naja, du wirst das ja. Hast du was dazu zu sagen? Ja, also, das mit Streit, das stimmt. Verabscheuen tue ich an ihm eigentlich ja nichts. Also, es gibt nichts, wo ich sage, um Gottes Willen, das, wenn er macht, solange er auf der Bühne nicht pupst. Aber ansonsten ist eigentlich alles erlaubt. Martin, was ist Volkers heimliche Leidenschaft? Seine heimliche Leidenschaft. Das kann ich hier nicht sagen. Was du mir zu deinem Kuchen an Sahne brauchst und die Sahne noch in Kaffee nein. Und eindunken. Genau. Ja. Was würde Volker dir nie verzeihen? Was ich mir nie verzeihen würde, wenn ich vom Theater ablassen würde. Also wenn ich aufhören würde mit dem Theater. Das würde mir nie verzeihen. Stimmt? Ja, wenn er sagt, ich mache jetzt alleins weiter oder Ideale, Ade, das würde ich ihm nicht verzeihen. Nein. Habe ich schon einmal mitgemacht, dass mein Partner aufgehört hat und das möchte ich nicht nochmal mitmachen. Ach so, das hast du schon, schmerzliche Erfahrung schon hinter dir. Dann machen wir das jetzt mal umgekehrt. Volker, was mag Martin an dir ganz besonders? Dass ich ihm seine ganze freie Zeit einteile in schöne Vorstellungen, dass ihm nicht langweilig wird. Hm. Und... was mag er nicht? Dass ich ihm seine ganze freie Verstehe, Zeit in schöne okay. Vorstellungen Was ist Martins liebste Beschäftigung? Martins Lieblingsbeschäftigung ist, schön essen zu gehen, in wunderbaren Restaurants und vor allem Hotels auszusuchen, in denen wir übernachten können, wenn wir auf Tournee sind. Die schönsten Hotels wirklich, weil das kann er sehr gut. Macht keiner so wie er. Er macht wirklich die besten Hotels in den abgelegensten Winkeln, aber immer schön. Bis auf eins ein ab und zu mal. Also bei jeder Tournee ist einer dabei, das geht so daneben. Aber das gibt es nichts in dieser Gegend. Aber das macht er echt, das kann er wirklich. Er könnte mal einen Hotelführer schreiben oder so, weil er kennt sich da sehr gut aus. Aber ich werde die Hotels nicht verraten, sonst gehen da andere Leute hin und da ist das Hotel voll und hat man keine Ruhe und bleibt ein Geheimtipp. Die sagen wir es schon. Wann ist bei Martin Schluss mit lustig? Wenn ich Knoblauch esse. ist Schluss mit lustig auf der Bühne. Und Schluss mit lustig ist, glaube ich, wenn man...
ja. Du bist gefragt, nicht? Ja. Nee, also er setzt sich sehr für andere Leute ein und so weiter. Und hat da hört es bei ihm auf, wenn man irgendwelche Randgruppen angeht, wenn man da Witzel drüber macht und so weiter. Da ist er überhaupt nicht, da kann ich drüber drachen. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ja. Und habt ihr euch so einigermaßen wiedererkannt? Ja, es war ja so abgesprochen. Ne? Ja, haben wir die Fragen bekommen wir ja vor 4 Wochen geschrieben. Nein, es ist. Es ist stimmig, ich hätte nur Champagner vergessen, den ich liebe, aber das macht nichts. Da wir gerade beim Thema Humor waren und über wen man Witze machen kann und über was nicht. Also, euer Humor ist ja sehr direkt, sehr unverblümt, manchmal auch richtig grell. Ist es typisch fränkisch oder ist es euer persönlicher Humor? Ist, glaube ich, mehr unser persönlicher Humor, dass wir halt das sagen, was sich andere denken. Das lassen wir sofort raus und deshalb kommt es auch so grell und so heftig. Und das sehr plakativ quasi darbieten. Ne? Also wir überzeichnen ja die Figuren alle sehr. Solche Typen, die wir spielen, gibt es ja in Wirklichkeit eigentlich nicht. Sondern das sind alles so verschiedene Typen in einem. Also jetzt Walter und Mariechen, das Mariechen, so gibt es ja nicht. Immer nur einige Facetten davon. Aber wir tun halt alles Dummheiten in eine Person reinpacken. Und das ist dann das Plakative. Und ich glaube, dass wir halt Franken sind, das gehört auch noch dazu. Deswegen ist es vielleicht gerade fränkisch lustig. Und es hat halt dann auch diese Popularität, dass die Leute sagen, Mensch, fränkisch habe ich eigentlich schon ewig nicht mehr gehört. Gerade in München oder so, wenn die kommen, sagen, ach, das Fränkische, das höre ich so gern. Und das passt dann schon zusammen. Und mit dem grellen Witz sprechen wir dich auch alle an. Also, wenn da 500 Mann im Saal sind, irgendein Witz wird immer bei einem ankommen. Also erreichen wir jeden, nicht bloß eine Zuschauerrichtung, sondern eigentlich die ganze Familie, vom Engeler bis zur Oma. Also verstehe ich das richtig, je greller man wird, desto mehr hat man diesen Gießkanneneffekt, dass man dann jeden jeden kann man nicht bedienen, das ist schon klar. Aber gerade so ein Saal, umso mehr drin sind, umso leichter ist es ja. Weil einer lacht immer. Und wenn er aus Versehen lacht. Und da steckt dann die anderen an. Wenn nur 3 da sind, ist es schwieriger, den Humor zu treffen von diesen 3. Ne? Mhm. Also es ist eigentlich schwieriger, vor wenigen zu spielen, als vor vielen. Aber ich denke, dass die Leute gefällt es auch, dass es nicht jetzt bei uns ums Wort geht und nicht ums Hintersinnige, dreimal um die Ecke denken und welche politische Aussage wir es damit noch treffen wollen, sondern bei uns wird es gesagt und dann lacht man und dann denkt man eigentlich erst noch, das war doch jetzt eigentlich gar nicht so lustig. Aber ist ja auch schon lustig, sonst hätte ich nicht gelacht. Ja, und man hat gar keine Zeit zum drüber nachdenken, man hat es gerade verstanden, man lacht und schon kommt der nächste Witz. Mhm. Und so steigert sich im Laufe des Abends und man geht raus und sagt, es war total witzig. Und warum haben wir jetzt gelacht? Ja, wo zieht ihr eigentlich persönlich die Grenze? Also was du auch schon angesprochen hattest, worüber macht ihr keine Witze? Also, worüber machen wir keine Witze? Eigentlich in jeglicher Form machen wir eigentlich über alles Witze, aber man darf halt manchmal bei manchen Sachen nicht so weit gehen. Also, wenn es zu sehr persönlich verletzend wäre. Also, wir machen keine Witze über politische schwierige Lagen, was weiß ich, das machen wir nicht. Also wenn es irgendwelche Krisen gibt oder über den 11. September zum Beispiel, da kann ich keinen Witz drüber machen. Das finde ich nicht lustig, wenn dann da gleich 14 Tage später die Kabarettisten anfangen und sagen zum Piloten, was weiß ich, 93. Stock bitte. Das finde ich nicht lustig, das braucht es nicht. Und da machen wir keine Witze drüber. Da sind wir bei uns auch sehr einig drüber. Ne? Mhm. Also. Mariechen hat ja so eine Schüttellähmung. Ja, die hat halt diese Alters... Ist das zum Beispiel nicht schon grenzwertig? Nee, weil wir machen keinen Witz drüber. Also, wir werden oft deswegen angesprochen, aber wir machen keinen Witz über diese Krankheit, sondern das ist die Darstellungsform der alten Leute, dass sie ein bisschen vergesslich sind oder auch leicht zittrig sind. Aber das ist einfach die Figur, aber es wird nicht der Witz drüber gemacht. Mhm. Und das finde ich also ziemlich ausschlaggebend aus der ganzen Geschichte. Die Spieler, also den Otfried Fischer wird ja nicht vorgeworfen, dass er in jeder Sendung recht viel essen tut, was weiß ich, ne? Dass er dort statt 1 Krapfen 3 Krapfen rein isst oder so. Das ist halt immer so. Wenn du dick bist, isst halt viel. Und wenn du alt bist, zitterst halt. Und ich stelle diese alte Frau da, möchte aber niemanden damit verletzen. Und wenn ich da irgendjemanden damit verletze, dann tut mir es auch wahnsinnig leid. Das schreibe ich auch den Leuten, die sich darüber beschweren. Es gibt ja jedes Jahr 3-4 Briefe. Aber ansonsten, die Mehrheit nimmt es auch mit Humor. Also selbst auch Betroffene von da kommen ja auch Briefe. Also Erkennungsmerkmal, ne? Die lachen, sagen, ich hab's auch. Und seitdem ich das gesehen habe, wir reden ja oft geht's mir ein bisschen besser, weil das irgendwie, ich nehm's lustiger. Mhm. Wir sind viele in Altersheimen und Seniorenheimen und machen da wirklich viele Sachen. Und die lachen sich da schöpfen, die freuen sich drüber. Und da sitzen genau die im Endeffekt drin, die es eigentlich betreffen müsste. Es schreiben aber immer dann nur Menschen, die überhaupt keinen Fall haben oder die sich denken, das könnte doch jemanden aufregen. Und dann schreiben die und die haben gar keinen Bezug dazu. Diejenigen, die es betrifft,
Die haben meistens gar nichts dagegen. Und wenn wir die blöden Leute verarschen, die rühren sich nie. Ne, wenn wir die Blödel noch machen, ja, ein Blödel hat noch nichts geschrieben. Ne? Das stimmt. Wie entstehen eigentlich eure Programme? Es geht ja das Gerücht, dass ihr euch, wenn ihr ein neues Programm entwerft, erst am Vorabend zusammensetzt. Vorabend. So euch ein bisschen die Bälle zuwerft und dann steht das Programm irgendwie. Ja, dann steht es irgendwie. Wir gehen schon essen, ne? Wir gehen erstmal schön essen. Zwei Tage vor der Premiere. In einem Restaurant, was Martin ausgesucht hat. Genau. Meistens. Aber so oft haben wir jetzt immer Premiere. Aber wir müssen ein schönes Ambiente haben, dass wir uns wohlfühlen. Dann überlege ich mir so, was könnten wir jetzt machen? Fahrschule. Mir schwebt schon, wir könnten doch mal eine Fahrstunde machen. Das hat mich selber schon so aufgeregt damals. Ja, gut, ich mache Fahrlehrer, er Fahrschüler. Da brauchen wir einen Schluss. Ja. Einen Schluss. Dass ich mich dumm stelle, ist ja klar. Ich bin immer der Dumme, ist immer der Gescheite. So geht es auch immer auf. Ne? Das ist ja schon, diese Figuren sind ja fest. Mhm. Waldrat ist immer auch die Klügere, wie es mal riechen. Sie ist ein bisschen pfiffiger. Ja, ja, ne? Also sie glaubt, heller. Sie ist gescheiter. Ne? Und wie halt im echten Leben. Und dann überlegen wir uns noch, wie der Schluss vielleicht sein könnte. Irgendwas. Was war jetzt da witzig? Wie endet eine Fahrstunde? Also mit der Fahrprüfung ist aber auch nicht lustig. Und dann kam eigentlich so, eigentlich witzig wäre ja, wenn der Fahrlehrer geprüft wird. Also das ist ein verdeckter Fahrlehrer. Anonymer Fahrlehrerprüfer bin ich da. Und das muss halt witzig sein. Und dann kommt die Premiere. Also am Tag vor der Premiere gehen wir noch dann in unseren Bazaar in Fürth, im City Center, in die Fundgrube, kaufen dann Kostüme ein, ein Stück für 5 Euro, ganz billig. Kriegen wir sogar noch 10%, weil uns die Verkäuferin kennt. Also wir haben dann Kostüme für die ganze Show für 100 Euro gekauft. Das sind dann die ganzen Produktionskosten. Und dann gehen wir an der Premiere hin. Oh, passt uns das? Passt man nicht? Und dann gehen wir raus. Und dann ist er der Fahrlehrer. Und ich bin der Fahrschüler. Und dann spielen wir. Das muss 10 Minuten dauern. An der Premiere dauert es meistens eine Viertelstunde, weil man noch auf der Suche nach dem Gag ist. Ne? Du musst ja, hast ja keinen festen Text. Und irgendwann einmal dann kommt der Schlussgag. Und der ist also abgesprochen. Wenn ich sage, also, hör ich so, ich bin anonymer Fahrlehrerprüfer, dann machst du einen Blackout. Sorry zum Techniker. Wenn aber keiner lacht im Publikum, dann macht er keinen Blackout. Das wäre kein Schluss. Also musst du aufpassen, jetzt lacht keiner, jetzt darf ich keinen Blackout machen. Jetzt machen wir so lange weiter, bis ein Lacher kommt und dann ist das Zeichen, ich mache es so. Und wenn ich es so mache, dann macht der Techniker einen Blackout. Und dann ist das du sagst vorbei. Das so, ihr macht einfach so lange weiter. Ja, euch fällt dann auch immer einfach spontan was an? Es kann ein Stück lang mal 6 Stunden dauern, wenn uns nichts einfällt. Aber dann sind wir halt Wagner. Es wird nie dauern, weil wir um 9:30 immer fertig sind. Wir kriegen Hunger, wir essen immer nach der Vorstellung. Ja. Macht schon sehr viel spontan und aus dem Augenblick heraus. Ja, sehr. Eure Eltern hatten, glaube ich, mit euch ganz andere Pläne. Ganz. Martin, wer soll der Mädchen werden? Martin sollte, glaube ich, zur Post gehen. Das ist ja ganz früher gewesen. Meine Mutter wollte, dass ich zur Post gehe, weil da gibt es Trainingsanzüge. Also erst solltest du ein Mädchen umsonst. Werden das und dann solltest du zur Post gehen. Das ist ja mal, du hast nie gefragt, was ich hätte werden sollen. Was gab es da umsonst? Trainingsanzüge. Trainingsanzüge. Mittlerweile sind diese Modelle wieder in, aber das war ein Argument für mich, nicht zur Post zu gehen. Den trägt deine Mutti heute noch, oder? Den Trainingsanzug. Nein, die war ja auch nicht bei der Post. Ich war immer bei der Post. Ich wollte immer Kaufmann werden und das bin ich dann auch gewonnen. Heute ist ein Kaufmannsladen im Büro. Du hast dann irgendwie so Drogen verdient, Pharmaindustrie. Ich war Pharmakaufmann. Ja, genau. Drogen, also das klingt jetzt so schlimm, aber jetzt zum Beispiel eine Fructus-Verseolosine Semine, das Bohnenschalenkraut, zählt auch unter Drogen und damit kann man eigentlich bloß gut würzen. Das tust du mir immer in die Suppen rein. Ja, weil es so gut gewürzt ist. Darum werde ich so blöd. Das ist Wurst. Und Volker sollte eigentlich, was, Hotelfachmann? Sollte gar nicht auf die Welt kommen. Ich bin Hotelfachmann. Ja. Gelernt ich soll Bankkaufmann werden. Oh. Laut meiner Mutter, mein Vater, weil die Raiffeisenbank war gleich nebenan bei uns. Und der Keller hat angegrenzt bei uns an den Tresorraum. Dann haben die sich gedacht, wenn ich Bankkaufmann werden würde, könnte ich ja mal markieren, wo ein schönes Fach ist vielleicht, wo man durchbohren könnte. Mhm. Dass wir dann doch einmal ein wenig mehr Geld haben. Habe ich gesagt, nee, also Bankkaufmann ist nichts für mich. Hotelfachmann, ja, mache ich noch, lerne noch 3 Jahre was Gescheites. Habe ich also gemacht und dann habe ich mir überlegt, jetzt versuche ich es mal mit freischaffenden Künstlern. Habe dann gesungen bei Beerdigungen. Ich kannte fast jeden Toten in Nürnberg für Erlangen. Ich habe auf jeder Beerdigung gesungen. Wirklich war immer Ave Maria, nach und unter. Manche sind nicht gestorben, weil ich im Urlaub war. Die haben gedacht, bis sie wieder kommen, dann sind sie gestorben. Manche leben heute noch deswegen. Also, es war recht lustig. Im Hotel erlebt man ja auch so manches. Das ist. Du hast, glaube ich, auch ein paar prominente Leute bedienen dürfen, ja, oder? Ja, ich hab Hannelore Kohl das Frühstück bringen dürfen, hab von der 5 Mark Trinkgeld bekommen, schwarz. Das Frühstück damals aufs Zimmer serviert, schon, oder? Ja, aufs Zimmer. Das Helmut heißt, du war hast nicht sie im Bademantel gesehen und unfrisiert? Die war nackt. Nein. Nein. Das war nicht schwarz, das, wenn man dir Trinkgeld gibt. Die hat mir 5 Mark gegeben, aus dem Koffer vom Helmut damals schon. Also,
habe ich schon 5 Mark von der Hannelore bekommen. Und dann die Kessler-Zwillinge habe ich bedient, da hatte ich Tee servieren müssen und da habe ich einen Tee verschüttet und der einen halt irgendwie über die Hand gegossen. Und habe ich mich am nächsten Tag entschuldigt, aber bei der anderen. Das war die falsche, die wusste nämlich gar nichts. Oder die andere hat es vergessen gehabt, ich weiß es nicht. Also die wussten es nicht. Harald Junge habe ich aufs Zimmer gebracht, weil er es nicht mehr gefunden hat. Oje. Oje, Mene, da fing das an. Ivan Rebrov, Bader Ilitsch hat mich aufgehoben, nachdem ich gestolpert bin. Also ich hab Ivan Rebrov, sieht der in Wirklichkeit genauso aus? Ja, er schläft mit der Pelzmütze. Echt? Und habt ihr es bereut, dass ihr andere Wege eingeschlagen habt? Nee, was heißt hier andere Wege? Also da ist mal eine solide, fundierte Ausbildung gemacht. Und dann hat man sich selbstständig gemacht. Einen soliden Beruf als Komödiant. Was sagen eigentlich eure Mütter zu dem, was ihr jetzt auf der Bühne so treibt? Finden die das immer komisch? Doch, das kommt drauf an. Also wenn wir... Wie sind so die Reaktionen zu Hause? Das hat mir sehr gefallen. Das muss ich weglassen. Na ja, Mutter reden. Und was, wie ist das, wenn sie das sagt? Befolgst du das dann auch? Nee. Nein. Das habe ich ja früher schon nicht gemacht. Meine Mutter schaut sich das Stück dann sehr oft an. Ne? Die kommt, die macht ja auch dann Abendkasse bei uns im Theater und ist dann jeden Abend da oder oft. Und dann schaut sie sich ja oft das an und sagt, na, jetzt wird es langsam besser. Natürlich werden unsere Stücke, nachdem wir keinen festen Text haben, von Mal zu Mal schleifen die sich ja dann ein. Also es gibt ja bei uns Kunden, die kommen zur Premiere, zur 20. Vorstellung und zur letzten dann, so 300. Mhm. Weil es sich dann halt ewig verändert, das Stück. Und darum ist es bei uns auch, wenn du das Stück dir, kannst du 5-mal anschauen, innerhalb von 5 Jahren, es ist immer wieder anders. Die Weihnachtsrevue spielen wir jetzt 12 Jahre, 700 Mal schon. Die Leute kommen zum Teil das 6., 7. Mal und sagen, ah, das habe ich schon 6-mal gesehen, aber es war halt wieder anders, obwohl es das Gleiche ist. Mhm. Aber es verändert sich halt dann doch ein bisschen. Die Mutter sitzt manchmal an der Theaterkasse, hast du gerade gesagt. Wir sollten auf jeden Fall noch erwähnen, für die wenigen, die es nicht wissen, was das für ein Theater ist. Ihr habt ein wunderschönes Jugendstiltheater. Richtig, die Komödie Fürth im Berolzheimerianum, so wie dieses altehrwürdige. Das ist ein historischer Bau. Ja, von 1906, damals in Anwesenheit des Kronprinzen Leutpold eröffnet. Das ist nicht wurscht. Auch lieber www.komödie.de und dann kann man da mal anschauen. Ihr seid jedenfalls mit dem Berolzheimerianum zu Unternehmern geworden mit, ich glaube, so alles in allem ungefähr 100 Angestellte, oder? Ja, mehr sogar. Also 45 Festangestellte und dann noch einmal 80, 90, so 630 Mark ehemalige Kräfte, Aushilfen halt. Also ein klassischer Mittelstand zählt man eigentlich schon dazu mit Zahlen. Auch Kammer, schrecken immer an der Weihnachtsfeier, wenn alle kommen. Dann sind plötzlich alle da und denken mir, das gibt's nicht. Die kenne ich gar nicht. Früher waren wir zu 5 oder 10 Mann bei der Weihnachtsfeier und jetzt sind da 150 Leute. Das gibt's nicht. Und die zahlen wir alle. Jetzt wissen wir, warum wir so viel spielen müssen. Ihr habt eine Verantwortung damit auch übernommen. Ja, das haben wir auch mit dazu, ja. Und ich glaube, eine Menge Schulden habt ihr euch auch Menge Schulden, weil wir sind ja zu viert dadurch. Also wir haben ja noch 2 Kompagnons, die uns den Rücken frei halten. Michael Urban und Marcel Gaste. Und die haben also genauso viel Schulden wie wir, weil wir das Haus damals, das Berolzheimerianum, ja von Grund auf saniert haben. Und haben damals 4 Millionen Mark reingesteckt. Und die müssen natürlich auch wieder zurück an die Bank. Die möchte es schon wieder haben. Ja, leider, die wollen nicht mehr immer das Geld. Ja. Ihr seid aber so ziemlich jeden Abend ist das Haus voll, oder? Also wenn wir spielen, toi toi toi, ist es voll. Und wenn wir Gastkünstler haben, dann haben wir so eine Auslastung im Jahr, so im Durchschnitt von 75%. Also das sind wir schon zufrieden. Wie erklärt ihr euch euren wahnsinnigen Erfolg? Also, es ist ja... Kann ich auch nichts sagen. Heißmann und Rassau, da fehlen einem ja wirklich sämtliche Erklärungen oder Worte. Wir waren jetzt heuer... Ihr spielt Günther Jauch an die Wand. Na, ihr habt Quoten von, wenn es Fasnacht in Franken ist, oder so um die 40% Marktanteile. Wahnsinn. Ihr seid, kommt, glaube ich, gleich nach Herbert Grönemeyer und Bon Jovi in der Beliebtheitsskala. Der Kartenverkauf war das letztes Jahr. Haben wir das selber nicht gewusst. Hat uns jemand gesagt, die Kartenanzahlen, was im Jahr verging, welcher Künstler am meisten verkauft hat. Und da kamen wir, glaube ich, an vierter Stelle. Weil das, wir verstehen das selber nicht. Wir spielen in Augsburg in der Schwabenhalle vor 4.000 Menschen. Und da sagen wir, wie geht es, dass da 4.000 Leute kommen, wegen 2 Depperle aus Fürth? Ne, also, ja, nein, so nicht wegen 1 Depperle. Wegen 1 Depperle und dann noch, wegen der Stimme. Ja, und das ist echt, da sagst du, gibt's nicht. Aber die lachen sich dann wirklich scheps. Und das ist vielleicht das, dass wir nicht unbedingt die Perfekten sind, sondern dass wir eben jeden Abend eine neue Show den Leuten bieten, eine neue Inszenierung und auch einmal einen Fehler machen und uns dann selber schief lachen. Wir lachen auch uns ohne Fehler. Wir lachen uns sowieso. Also, und das ist jeden Abend irgendwie so frisch. Und deswegen kommen die Leute vielleicht und sagen, ich bin immer gespannt, was die wieder bringen. Und ist unerklärlich für uns auch. Schön ist es für euch, aber ich denke, auch ihr braucht irgendeine Art von Gegenwelt. Also wo mal Schluss ist mit Klamauk und mit witzig sein.
Du singst? Bist ein sehr guter Jazzsänger? Ich habe das selber schon gehört. Wir haben sogar schon gemeinsam singen dürfen. Ja, was macht ihr so, wenn ihr mal nicht lustig sein wollt? Wir haben einmal im Essen. Wir haben einmal im Jahr eine Auszeit voneinander. Das ist immer so meistens so im April, Mai rum. Und da machen wir immer gegensätzlich, halt einmal im Jahr ich ein Soloprogramm und dann halt das nächste Jahr er in der Komödie und dann kann der andere auf Tour gehen alleine. Also ne, das spielt er solo. Oder er macht Urlaub. Also jetzt kann ich oder macht Urlaub, genau. Ich bin immer so blöd und gehe auf der Nähe. Ich mache jetzt im Mai Operettencocktail den ganzen Mai über, einen Abend mit vielen Operettenmelodien und vielen Anekdoten um die Operette. Und er tourt mit seinem Soloprogramm durch Bayern. Und ja, durch Bayern kann man genau sagen. Ja, wo München, Regensburg, überall. Also, und das macht richtig Spaß. Und dann freuen wir uns auch wieder danach, wenn wir wieder miteinander spielen. Aber diese 4, 6 Wochen alleine brauchen wir auch einmal. Erstens mal, um uns zu beweisen, dass wir es alleine auch können. Das ist ja wichtig für einen, dass man nicht immer nur auf den anderen angewiesen ist, dass man auch mal alleine was machen kann. Und was anderes auszuprobieren, wenn man alleine auf der Bühne ist, muss man zwangsläufig anders arbeiten als zu zweit. Ja. Und wir machen es jetzt mit den Operetten und nächstes Jahr bin ich wieder dran. Ich mache es dann mit den Opern auf Fränkisch. Mm. Aber ich werde nicht singen, also fast nicht. Das so. Was habe ich gelesen? Puccini gehört zu deinen... Puccini, ja, die Laboratorien. Cicelli da Manina. Was? Das hört er immer gar nicht gern. Cicelli da Manina. Stracciatella Waldmeister. Und solltest du dich doch mal entscheiden, in Urlaub zu fahren und nicht auf Tournee zu gehen in deiner freien Zeit, dann fährst du, glaube ich, besonders gerne nach Ungarn. Ja, das ist, also ich hat's mir angetan. Was hat das, wo kommt das her, dass du so ein Ungarn-Freak bist? Ich weiß es nicht. Seitdem wir das erste Mal dort waren, bin ich begeistert von dem Land und von Budapest. Und das ist einfach schön. Und das gefällt mir. Und da muss ich hin. Und das hat so viel Temperament. Und überall in jeder Ecke höre ich die Operettenmelodien, weil die Zigeuner viel da kommen. Die goldene Anstecknadel bekommen von den Zigeunerkapellen in Ungarn. Zigeunerkapellen. Was hast du für die Nadel da tun müssen? Ja, sobald Marien Rassau ein Hotel bucht, ja, kommen sämtliche Zigeunerkapellen aus dem ganzen Land nach Ungarn, weil die wissen, er kommt. Also sobald die spielen, hat der ein offenes Portemonnaie und gibt denen Geld. Überall, wo wir sind, das verfolgen die uns in den Bus hinein. Die spielen noch im Bus, im Auto, im Taxi. Ja, das ist eine Tradition. Denn sein Foto hat jeder einsteckend. Sprichst du denn auch Ungarisch? Not your normal, ich kann 10 Worte, aber ich kann nicht die einzige, das funktioniert. Ich habe jetzt endlich mal gelernt, zu sagen, sprechen Sie Deutsch. Bezel nemedül. Wenn ich das frage, dann antworten die mir auf Ungarisch. Und das bringt mir nichts. Ich aber weiß nur, was anders. Messer und Gabel heißt. Was heißt das? Esbesteck. Esbesteck. Was ist mit dem Löffel? Der fehlt jetzt in der ganzen Auflistung. Ja, der Löffel ist wichtig für die Fischsuppe. Der heißt auch nicht Rassau in Ungarn, sondern Graf von Esterhazy. Ja. Ist dann also überall, der bucht nur auf Graf von Esterhazy. Nein, ich buche auf meinen normalen Namen, wo die Kritikkarte so ausgestellt habe. Jetzt verbringt ihr beide ja so viel Zeit miteinander, wie, also glaube Ehepaare sind nicht so viel zusammen wie ihr zwei. Es gibt auch immer mal wieder so Unsicherheiten. Sind die eigentlich auf privaten Paar, die beiden? Nein, muss nicht sein. Nein. Also ein bisschen Geschmack könnte man mir schon zutrauen. Also mir erst recht. Ne? Habt ihr überhaupt noch Zeit für sowas wie Privatleben? Also ich gehe schon bald ins Bett. Ich bin ja Nachtmensch. Wenn wir Feierabend um 9:30 habe ich freue mich über hübsche Frauen. Ich gehe auch gerne mit hübschen Frauen weg. Habe nur nicht so oft Zeit dazu, leider Gottes. Und mit Beziehungen ist schon schwierig, weil wir halt wirklich letztes Jahr 360 Mal gespielt haben. Also wann hast du da noch großartig Zeit für eine Beziehung aufzubauen? Ne? Also hätte er bei Frau, würden wir weniger spielen. Hätten wir weniger Geld, hätten wir mehr Schulden. Müssten wir wieder mehr spielen. Kommt denn das Argument damit? Man hat nicht einen Teufelskreis. Also man macht viel, man hat ja auch die Zeit dazu. Wenn man nicht gebunden ist, kann man nicht viel annehmen. Dazu fehlt dann wieder die Zeit mehr fürs Private. Also es ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Aber irgendwann würde ich schon hinhauen. Ja, wir haben ja noch Zeit, wir sind noch jung. Ja. Na, wir sind 70. Du hast dich ja vor gar nicht allzu langer Zeit für ein Coming-out entschieden und hast, glaube ich... Ist es ewig her? Ja. Aber du hast immerhin es als erstes dem Volker erzählt. Nee, als zweites. Als zweites. Darf man fragen, wer der erste war? Ich kenne keinen Mensch. Da kam er ins Büro und es war echt witzig. Da war ein paar Tage im Gattersee. Mit diesen, mit dem Freund da. Ich bin im Gattersee, ich genau. bin in Wien, aber macht nichts. Ist ja wurscht, aber es ist dann kam er zurück und dann war in Wirklichkeit warst du in Budapest. Wahrscheinlich. Nee, Vorstufe. Und dann waren wir da gesessen im Büro, mit dem Michael Urbano dabei. Und dann kommt er rein und sagt, ich muss euch was mitteilen, es hat sich was verändert. Und ich dachte schon, jetzt hört er auf. Jetzt will er aufhören, ne? Und das wäre eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte, ne? Oder? Und dann sagt er, ja, also ich glaube, ich bin schwul. Ah, das wissen wir doch schon. Aber dann gesagt, ganz erleichtert. Nein, das, ne? Naja, das merkt man ja schon und so weiter. Wir haben ja angenommen. Es ist einmal Zeit, dass du stehst, dass du heterosexuell bist. Ich bin, ja, ich stehe auf kleine Pudel.
Das hat mit Heterosexualität nichts zu tun. Ach so, das ist was anderes? Das ist ganz was anderes. Ach so. Das gehört nicht nach Nein, nein, also, nein, ich stehe einfach auf Frauen. Ja. Also das ist jedenfalls auch zu Hause kein Problem dann gewesen. Und, ist ja auch ganz in der ist es Zeit. Auch, also, nee, natürlich nicht. Mal, nicht einmal unbedingt erwähnenswert, sondern macht man sich über sowas Besonderes. Oder? Gut, also ihr seid privat kein Paar, jetzt haben wir das auch geklärt. Haben wir darüber auch nochmal gesprochen? Bitte? Ja. Aha. Aber man sieht uns immer so oft zusammen, weil wenn Einladungen kommen, dann geht es immer ein heißer Rass auf. Also er wird einmal eingeladen. Ich kann nie irgendwo allein hingehen, weil der wird dann eingeladen. Wenn da irgendwo Öffnung ist, dann setzen sie uns zusammen. Ja. So können wir nie jemanden kennenlernen, weil wir immer zusammengesetzt werden. Gibt es irgendwas? Doch, es gibt etwas, worüber ich noch mit euch kurz sprechen wollte. Du engagierst dich sehr für die Hepatitis-Hilfe in Mittelfranken, genau. Was hat das für einen Grund? Also Hintergrund ist, mein Bruder ist vor ein paar Jahren an der Krankheit gestorben. Und wir waren in dem Zeitraum, also auch die ganze Familie, beschäftigt, erstmal sich zu informieren, was ist Hepatitis. Wir wussten selber gar nichts davon. Mhm. Und in diesem Zuge habe ich dann auch die Hepatitis-Hilfe in Nürnberg kennengelernt und mitgekriegt, wie wichtig eigentlich eine Aufklärung ist, weil es eigentlich fast keiner weiß, dass man sich impfen lassen kann gegen zwei Arten von Hepatitis, was schon mal sehr wichtig ist. Hepatitis ist mittlerweile so weit verbreitet als das HIV-Virus und es wissen einfach zu wenig. Mhm. Und da muss was getan werden. Und auch natürlich die staatlichen Stellen sind dann noch hinterher, dass Gelder locker gemacht werden, um einfach eine Präventionsarbeit leisten zu können. Mhm. Und da engagierst du dich aktiv, um da einfach ein anderes Bewusstsein? An das Bewusstsein und natürlich auch um Spendengelder, das ist mir ganz wichtig, damit hier es gibt eine Halbtagsstelle in Nürnberg und es ist einfach zu wenig, allein aus der Beratungsarbeit, was die schon leisten muss. Und da ist großer Einsatz. Volker, und du engagierst dich, glaube ich, sehr in der Gemeindearbeit. Habe ich das mal richtig gehört, dass du auch als Laienprediger? Ja, wir machen sogar zu, Gottesdienste abhältst? Ab und zu Kabarettgottesdienste und ich komme ja aus der Kirche. Ich bin ja in der Kirche. Wie Kabarettgottesdienste? Es gibt Kabarettgottesdienste, genau. Da gibt es lustige Pfarrer, die sich das trauen und die mit mir dann zusammen einen Gottesdienst machen und dann mal die Rollen tauschen. Also ich gehe auf die Kanzel und der Pfarrer macht dann einmal eine Predigt als Büttenform, als in Versform. Und das machen wir so zwei, dreimal im Jahr und es sind immer sehr, sehr schöne Gottesdienste, wo man sehr viel, ja, selber auch erfährt, von wie schön das Leben eigentlich sein kann, weil das die Menschen so offen dann auch zu dir sind. Und wie viel, ich komme aus der Kirche, also ich bin in der Kirche entdeckt worden, mit Singen und so, und habe dann Kirchenchor gesungen. Und ohne die Kirche hätten wir das heute wahrscheinlich nicht, wenn wir nie so zusammenkommen. Und somit sage ich immer, also dann bin ich auch dankbar drum und mache das halt, diese Gottesdienste, und bin bei uns in der St. Pauls-Gemeinde halt noch tätig, da im Kirchenvorstand. Da treffen wir uns dann immer noch alle vier Wochen und leiten dann diese Gemeinde. Oder leiden unter der Gemeinde, je nachdem. Vielen Dank, dass ihr mir so viel und so offen von euch erzählt habt. Die halbe Stunde ist rum. Der Wahnsinn. So schnell geht's. Jetzt hätte ich natürlich noch ganz gerne, dass ihr euch in unser Gästebuch eintragt. Mit einem klugen, witzigen, originellen, wie auch immer, geistreichen Spruch. Jetzt ist wieder die Frage, macht ihr es gemeinsam oder jeder für sich? Nein. Was wirst du reinschreiben? Das Leben ist kein Fleischsalat. Das musstest du kommentieren, Sabine. Das Leben ist kein Fleischsalat. Nein. Wer das Leben wie ein Fleischsalat, wäre eher Bröckerl. Aha. Das ist mein Sinnspruch von Mariechen, das ich momentan auf der Tour sage. Und das finde ich so klasse, das übernimmt jeder Kritiker. Steht auf der ersten Seite, das Leben ist kein Fleischsalat. Heißmann und Rassau in den Mainfrankensälen. Also ist immer lustig. Und du, Martin? Da muss ich jetzt wieder mir was Intellektuelles einfallen lassen, damit der Ausgleich wieder da ist. Ich du kannst ja dann reinschreiben, das Leben ist Käse. Das wäre jetzt, man muss eins draufsetzen. Das darf nicht gleich sein. Ich nehme meinen geliebten Komödienautoren Kurt Götz, wo ich schon viele Sachen gespielt habe. Und der hat nämlich mal gesagt, Humor ist das einzige Mittel gegen all das Übel auf der Welt. Und das ist eines der schönsten Sprüche, die ich kenne. Und darum machen wir so viel zum Lachen, dass es weniger Übel gibt. Ja, danke, dass ihr mir so offen und so interessant Auskunft gegeben habt über euer Leben. Danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse und fürs Zuschauen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.